Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker? Stichelt Jenny Frankhauser mit diesen Worten gegen ihre Schwester? ++ gibt es bei den Wollnys eine Hochzeit zu feiern? ++ Carmen Geiss trauert um ihren geliebten Hund? Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 22. April 2022. Jenny Frankhausers Reaktion auf Daniela? Ruhig bleiben und auf das Karma vertrauen? Eigentlich hatten sich Jenny Frankhauser, 29, und Daniela Katzenberger, 35, wieder lieb. Doch eine Veränderung auf Instagram gab den User:innen vor zwei Tagen Anlass zur Sorge. Beide Schwestern sind sich entfolgt. Der Grund ist unbekannt. Während zunächst Daniela Katzenberger mit den Worten "Ich lass mir da auch nicht die Gosch verbieten" auf den Zoff Bezug nahm, legt jetzt Schwester Jenny nach. In ihrer Instagram-Story postet die Baldmama kryptische Zeilen. Die Dschungelcamp-Gewinnerin erklärte ihren Fans, dass sie zurzeit mit schlechter Haut zu kämpfen habe, bei mir ist das nervlich bedingt. Ich darf mich nicht mehr provozieren und ärgern lassen, darf mich nicht mehr aufregen. Das ist auch nicht so gut für mich. Ein Seitenhieb gegen Daniela Katzenberger? Gut möglich, denn Jenny ergänzte auf Instagram, ruhig bleiben und auf das Karma vertrauen. Hier geht der Schwesternstreit wohl in die nächste Runde. 21. April 2022. Verkündet Silvia Wollny eine Hochzeit oder eine Verlobung? Bei den Wollnys ist immer was los. Dieses Mal sorgt allerdings kein Familienmitglied mit Baby-News für große Augen, sondern Silvia Wollny, 57, mit einem Ringfoto. Das Oberhaupt der Familie postet auf Instagram ein Bild, das entweder nach einer heimlichen Hochzeit oder zumindest aber einer Verlobung aussieht. Punkt. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme sind ein Mann und eine Frau mit verdächtig dicken Klunkern an den Ringfingern zu sehen, die ihre Hände über einem Strauß aus Rosen verschränken. Er trägt einen klassischen Anzug. Dazu schreibt Silvia, she says yes zu deutschem sie sagt ja, wir freuen uns sehr für euch und setzt Herzchen Augen-Emojis und Hashtags wie Familie und Liebe dazu. Um wen es sich bei dem glücklichen Paar handelt, verrät Silvia allerdings nicht. Aus dem Posting geht auch nicht genau hervor.